Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Über das Wochenende haben mir viele von euch geschrieben, dass WAG irgendetwas macht. Und was WAG oder vielmehr WAG 3 im Moment macht, möchte ich mir mit euch zusammen anschauen. Let's go! Meine Freundin sieht so gut aus, dass man sie gar nicht beachtet im Sinne von mich, weil man halt auf mich achtet. Kommentare wie diesen hier bekomme ich seit circa einer Woche immer mal wieder. Bis heute habe ich, sofern mir der Kommentar aufgefallen ist, einfach nachgefragt, was denn da gerade passiert oder ob es Infos dazu gibt. Meine Cheater-Kontakte halten sich relativ bedeckt. Ich habe einen einzigen, der mir geschrieben hat, dass etwas detected wurde. Nicht was, nicht wann und sonst auch nichts, nur das, was detected wurde. Diese Kontakte nehme ich eigentlich immer nur dann zu Rate, wenn mir zwei Leute, also mindestens zwei Leute, unabhängig voneinander dasselbe schreiben, also dieselbe Info geben. Aber im besten Fall sind es drei oder sogar vier, die mir dann was schicken und sagen, wow, never lose, wurde schon wieder detected, bla bla. Wenn das von mehreren kommt, dann baue ich das gerne ein, aber das war jetzt ein einziger, der zwar mitunter schon wichtige Infos gebracht hat, die sich dann auch als wahr herausgestellt haben, aber ja, da es im Moment aber nur dieser eine ist, da habe ich da jetzt nichts Großes draus gemacht. Also dachte ich mir, schauen wir einfach mal in die Zahlen rein. Conwas gibt uns aktuell folgende Bandzahlen an. Hier könnte man jetzt tatsächlich sagen, ja, seit ungefähr einer Woche, also seit dem 2. September, hat sich ein bisschen was getan. Wobei das Ganze ja eigentlich schon viel früher angefangen hat. Die Zahlen sind jetzt seit Anfang August signifikant angestiegen und halten sich seitdem so bei 180 bis, ja gut, sagen wir maximal 200 Bands pro Tag. Wenn wir jetzt hier an den aktuellsten Punkt gehen, dann sieht man, dass am 2. September die Bannzahlen bei ca. 200 standen, dann sind sie am nächsten Tag auf 218 gestiegen, dann wiederum auf 275 und am Ende auf 321. Das hat sich dann über den nächsten Tag auch gehalten mit 319 und bereits am Tag darauf ist es schon wieder etwas gefallen auf 280. Jetzt kann man hier natürlich sagen, der 8. und der 9., die sind noch nicht fertig gerechnet. Conwas braucht immer ein bisschen. Auf die Frage hin, was jetzt WAG im Moment macht, könnte ich jetzt maximal antworten, dass es halt ein paar mehr Bands gibt. Also sagen wir mal, wenn wir wirklich dieses Low von hier unten nehmen, dieses Tief, was ja schon eigentlich sehr fies ist, haben wir jetzt halt dann zu diesem High 100 Bands mehr pro Tag. Wenn das jetzt so bleibt, go for it, 100 Bands mehr. Ich hab 100 Nike Air. Jeden Tag sind natürlich besser als 100 Bands weniger, klar. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass dieser Bereich jetzt plötzlich das ist, weswegen bei mir die Leute unter den Videos schreiben, wow, irgendwas passiert. Also auch auf Discord und auch eben über private Messages auf Steam, dass jetzt viel mehr Leute gebannt werden würden. Man würde in-game mitbekommen, dass Bands rausgehen. Ich kann dazu leider überhaupt nichts sagen, weil unsere Situation seit Monaten cheatfrei ist und ich somit auch keine Besserung haben kann, weil es die ganze Zeit schon gemütlich ist. Es kann natürlich sein, dass jetzt auch auf niedrigeren Trust-Faktor-Leveln zu spüren ist, dass da was passiert, weil es eben insgesamt weniger Cheater gibt durch diese Bannerei. Aber ob das tatsächlich der Fall ist, dazu müsste ich mir meinen eigenen, also meinen dritten Account zum Beispiel nehmen. Ich müsste den Prime holen, damit ich Premiere spielen kann. Und dann müsste ich halt einfach mal eine Datenlage aufbauen, um das zu überprüfen. Da ich dafür aber keine Zeit und auch keine Lust habe, machen wir einfach Folgendes. Ich frage hier mit euch, ob euch etwas aufgefallen ist, und zwar seit Anfang des Monats, im Speziellen seit dem 2.9. Habt ihr mehr Bans live gesehen? Wurdet ihr vielleicht selbst gebannt für irgendwas Legitimes, weswegen ihr aber trotzdem gebannt wurdet? Weil das kann natürlich auch sein, dass es halt einfach jetzt mehr False Bans gibt. Ich habe dazu Reddit durchsucht, da gab es einige Meldungen von Leuten, die gesagt haben, als ich richtig reingedrückt habe, da habe ich dann einen 24-Stunden Cooldown bekommen. Legends wohlgemerkt. Auch das kann ich nicht überprüfen. Für mich ist es am einfachsten, über Dinge zu berichten, die mir selbst passieren oder die meiner Community passieren, während ich dabei bin und es sehen kann. Wenn ich es nicht sehen kann, dann kann halt jeder irgendwas hinmauscheln. Darum füge ich hier direkt an, dass es sehr nice wäre, wenn ihr mir auch Screenshots mit verlinken oder schicken könntet, damit ich das sehen kann. Aufgrund der Nachrichten und Kommentare, die bereits an mich gingen, könnte man meinen, dass irgendwas Großes gerade abläuft. Aber in den Zahlen, wie gesagt, 100 Bands mehr pro Tag. Also, dass das so sehr ins Gewicht fällt, dass so viele Leute sagen, kann ich mir kaum vorstellen. WAGnet oder auch WAG 3 scheint auf jeden Fall in die Richtung zu gehen, die wir bereits vor Monaten angesprochen haben. Also, dass man nicht den PC durchsucht und guckt, was läuft da gerade nebenbei, sondern dass aktiv auf das Spielgeschehen geachtet wird und das Geschehene dann abgeglichen wird mit, wie spielt ein normaler Mensch und wie spielt irgend so ein Pisser mit Cheats. Und wenn die KI dann was erkennt, zack, wird's gefleckt, 24 Stunden Ausschluss. Bans scheinen im Moment kaum vergeben zu werden. Manche Leute hüpfen aber von einem Ausschluss in den nächsten und immer so weiter. Dabei kann ich mir übrigens nicht vorstellen, dass Valve sich die Accounts nicht merkt, weil es da mitunter schon Stimmen gab, die gesagt haben, ich werde immer nur getimeoutet, aber danach kann ich weiter cheaten. Ich denke, man kann zu 100% davon ausgehen, dass der Account gefleckt ist. Und bei dem nächsten Schritt, wer weiß, was es für einer ist, halt gepimmelt wird. Also entweder mit hartgeschlechtem Trust belegt oder halt dann auch einfach gebannt. Ich bin hierbei sehr auf eure Erfahrungsberichte gespannt und werde die ganze Sache dann auch in einem extra Video aufarbeiten, sofern es aufarbeitenswert ist. Ich hoffe mal. Kommen wir nun zum Giveaway-Teil. Wir lösen einige Giveaways auf. Ich hatte euch beim letzten Mal gefragt, wie ihr es lieber habt. Offline die Gewinner ziehen und nur noch im Video ansagen oder so wie gewohnt im Video live ziehen. 24 Leute waren dafür, dass es weiterhin wie gewohnt läuft, im Video live ziehen. 10 Leute waren dafür, dass ich es off-Video mache. Ich mache es also weiterhin so
wie gewohnt. Zwei Leute haben mich übrigens missverstanden und haben von einem Extra-Video gesprochen, in dem ich die Gewinner aufzähle oder die Auflösung mache. So war es natürlich nicht gedacht. So ein Video, in dem nur die Gewinner angesagt werden würden, ist aus zwei wichtigen Gründen sehr schlecht. Erstens, es wird mir mein Algorithmus komplett zerschießen, weil das Video schlecht performt. Sehr, sehr schlecht im Vergleich zu den normalen Videos. Und zweitens, und das ist sehr eigennützig oder egoistisch oder wie auch immer, einige Leute würden immer nur in dieses Video reinschauen und gucken, ob sie gewonnen haben. So wie es jetzt aufgebaut ist, muss man halt jedes Video sehen, sonst verpasst man vielleicht seinen Gewinn. Ist fies, ich weiß, also manche würden das vielleicht als fies bezeichnen. Ich finde es nicht fies. Ich mache hier Content für euch und möchte halt, dass ihr es anseht. Und wenn man unter anderem auch wegen den Giveaways zum Beispiel sich alles anguckt, natürlich aber auch aus anderen Gründen, weil einen die Themen interessieren und so weiter und so fort, dann ist das ein fairer Austausch. Finde ich zumindest. Somit folgt jetzt die nächste Giveaway-Gewinner-Auflösung. Let's go! Im Video vom 8.8. gab es diesen Bosch Holo-Sticker für euch. Und um hier mitzumachen, hatte ich euch gefragt, ob dieses Project White Sands von den Volvos tatsächlich was mit Half-Life 3 zu tun hat oder eben nicht. Vielen Dank für 109 Kommentare. Wir ziehen unseren, hoppala, Gewinner. Und es ist Vale S777. Ich denke, dass Project White Sands irgendwie in die Half-Life-Richtung gehen wird. Aber ich denke nicht, dass es Half-Life 3 sein wird. Noch ein Aber. Aber natürlich hoffe ich es trotzdem, dass es eventuell sein kann. Nice. Das hoffe ich natürlich auch. Wale bzw. Whales, du hast somit gewonnen. Schreib mir bitte unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und füge deiner Kanalinfo deinen Trade-Link hinzu. Als nächstes hatten wir eine M4A4 Tooth Fairy für euch. Hier hatte ich euch diese Black Mesa-Seite vorgestellt und euch gefragt, ob ihr dieses Projekt cool von denen fandet oder diesen Gag. Da ging es auch um Half-Life und so weiter und so fort. Es ging eigentlich nur darum, ob es cool war oder nicht. Oder ob es euch halt gefallen hat. So, vielen Dank für 71 Kommentare. Und Nummer 4 ist der Gewinner. Ich finde es ganz cool, aber ich habe da gespaltene Gefühle. Auf der einen Seite ist das so gar nicht Valve, so eine Seite zu machen und einen Moment. Und dann einen Countdown am Boden einzublenden. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass die Seite zu einer tatsächlichen Firma aus Boston gehört. Beziehungsweise, wenn doch, muss Valve eigentlich mit drinstecken. Valve hat doch bestimmt die Rechte für Black Mesa. Also bin gespannt, aber nicht zu gespannt. Irgendwann Half-Life 3 wäre aber mal richtig cool. Hoffentlich ist das dann näher an Half-Life 1 dran als an 2. Der erste Teil gefiel mir besser. Mir hat die Stimmung im ersten Teil auch tatsächlich besser gefallen. Es war so drückend und irgendwie unangenehm und gleichzeitig halt saucool. Also Nummer 4 oder Number 4, du hast somit das Giveaway gewonnen, bitte ich hier melden unter dem Video, du weißt Bescheid, und auf deinem YouTube-Kanal deinen Trade-Link in die Kanalinfo packen. Dankeschön. Und zu guter Letzt gab es noch eine USPS Blueprint für euch aus der Hydra Collection. Das war im Video vom 15.8. und da hatte ich euch gefragt, ob ihr am Giveaway auf Twitch teilnehmt. Das war diese Desert Eagle Emerald Humans Ganda Jürgenmund, ihr wisst schon. Sodele, vielen lieben Dank für 130 Kommentare, sehr, sehr sweet, und der Gewinner von der USPS Blau ist Lukas Krapf. Ich schaue manchmal im Stream dabei und ein Gewinnspiel habe ich noch nicht teilgenommen. Es ist etwas schwammig, aber ich glaube, er möchte uns sagen, dass er bis jetzt noch nicht daran teilgenommen hat, an dem Jürgensmund Giveaway. Lukas, du hast somit gewonnen. Bitte unter diesem Video melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und dein Trade-Link hier, die Kanalinfo. Und jetzt starten wir das heutige Giveaway. Heute gibt es für euch diesen Vitality Holo-Sticker von der vorgebeugten Biene, die er in Arsch zeigt. Ach, ist das nicht köstlich, ne? Mm. Das Ding wird unter den Leuten verlost, die sich zum heutigen Thema gemeldet haben. Also kurzum, hat Wack irgendwas gemacht? Also spürt ihr irgendeine Veränderung? Seht ihr mehr Buns und so weiter und so fort? Jo, dann war es das soweit wieder. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann heute oder morgen Abend im nächsten Livestream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Dieses Video kommt entweder montags oder eben dienstags. Schaut gerne rein in die Streams und ja, wenn nicht, dann sehen wir uns im nächsten Video am Mittwoch oder so. Danke für alles, haut rein und bis dann. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.